bist der Magi aus Siva. Ich dachte, die Magi wären die Beschützer des Pharao. Ich bin keinem Pharao verpflichtet. Siehst du das? Das ist doch mein Name, Nek! Wir werden dich finden! Wir werden dich finden! Wenn du schläfst! Schlaf! Ich schlafe nie! Ich warte nur in den Schatten! Und ich werde euch alle töten! Jeden, der an diesem Tag dabei war, in Siva! Du hast meinen Herrn ermordet und mich für tot gehalten. Das war ein Fehler. Dein Herr war ein Mörder. Ich habe ihm die Treue geschworen. Das ist eine Frage der Ehre. Ich bin der Magi aus Siva. Dann bist du ein würdiger Gegner. Du magst schnell sein, Magi, aber ich bin stärker. Eine zerbrochene Waffe rettet dich nicht! Dieser Ort wird einem von uns als Grab dienen. Mögest du es sein. Lassen wir die Waffen ruhen. Du bist keiner von denen, die ich töten will. Eine Frage der Ehre. Wir kämpfen bis zum Tod. So soll es sein. Anubis erwartet dich. Anubis erwartet dich. Und damit herzlich willkommen bei Assassin's Creed Origins. Willkommen, Freunde. Willkommen zurück zu einem alten Neck. Kein Ausgang. Ein alten Spiel, sagen wir mal so. Aber wir haben es ja noch nicht gespielt. Wir haben es hier noch nicht auf dem Kanal. Und deswegen tüdeln wir uns jetzt mal hier durch. Hier gibt es keinen Halt. Ich brauche einen Weg in einen anderen Raum. Ja, du bleib doch mal ruhig, Jung. Ich weiß, das ist noch ein bisschen Tutorial. El Tutorial, aber lass uns mal gucken. So, wir sollen hier festhalten. Wir sollen hier gucken. Hier klimpert irgendwas. Wir gucken. Ich spiele die PS4-Version. Ich habe zwar noch die PC-Version irgendwann mal gekriegt. Die PC-Version habe ich mal irgendwo mal bekommen, aber wir spielen hier ich spiele jetzt hier auf der PS4-Version und dann ist gut. Gab es da nicht irgendwie ein 60 FPS-Update? Er hat auf jeden Fall irgendwas geupdatet hier, ich weiß aber nicht.
bin mir aber nicht so sicher. Aber es sieht schon mal, es sieht fantastisch aus. Ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung von wann das Spiel hier ist, aber... Ich habe ja die anderen neuen Games auch gemacht und... Ich sag mal, Ägypten ist nicht so meins jetzt, mein Setting. Aber ich habe schon einmal durchgespielt, also ich bin schon einmal durch. Jedenfalls mit dem Hauptspiel. Mit dem DLC bin ich irgendwie nicht warm geworden. Das wurde sicher schon vor vielen Jahrhunderten erbaut. Und hier können wir plündern. Das ist schon ein bisschen... Ist es sinnvoll, in so ein Grab, in so einer Grabkammer Dinge zu plündern? Und uns da nicht irgendein ägyptischer Gott an Bein pinkeln wollen? Haben wir hier noch irgendwo was? Wir gucken uns mal ein bisschen um. Ja. Das ist ja so ein Spiel, wo man sich auch ein bisschen umguckt. So, wird man nochmal hier? Ach, nix. Was haben wir denn hier Schönes? Aber nehmen wir mal irgendwas davon mit. Das ist doch wichtig. Die Reichtümer der Vorfahren. Oh, ich liebe das, wa? Ich bin ja so ein Fan davon, hier irgendwelche Schalen anzumachen. Weil ich mag diesen Feuerschein. Oh, hier ist eine ganze Menge. Wir nehmen erstmal alles mit. Wie gesagt, erstmal hier alles ein bisschen Feuerschalen anmachen hier. Ich finde das hat schon ziemlich cool gemacht. So, kommen wir hier irgendwie hoch? Nee. Lass mich kurz noch lunzen, ob wir hier was vergessen haben. Nee, hier haben wir nichts vergessen. Okay. Dann können wir ja weiter. Gucken wir hier hinten nochmal. Ich muss erstmal rinkommen hier. Ich ist schon eine Weile her, wo ich gespielt habe. Ich hatte noch einen zweiten Run angefangen gehabt, aber den dann auch nicht zu Ende getüdelt. Hier oben ist noch was. Alter, wie viel Zeugs hier ist, wa? Da hinten ist noch was. Aber wie gesagt, für so ein altes... Vergib mir, großer Amun. Aber das brauche ich. Naja, bleib mal ruhig. Amun. Amun wird's schon verstehen. Gut. Okay. So, müssen wir hier hoch. Aber wie gesagt, das sieht einfach fantastisch aus. Ich weiß, dass ich die PC-Version hatte, glaube ich, mal ausprobiert gehabt mit aufnehmen. Ah, das ist immer so ein Ding, wenn ich auf das System, wo ich aufnehme, auch gleichzeitig zocke. Das ist dann immer so ein bisschen, naja. Da unten schon drin, sag mal. Ist das, wo wir drin waren? Ja. Aber da unten ist doch noch was. Oder ist das doch nicht? Warte mal, ich gucke mal kurz. Ich geh mal kurz hier runter. Nee, hier waren wir noch nicht. Oder? Doch, hier habe ich doch schon. Ah, guck mal, hier oben geht es lang.
da gar nicht sehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber hier, pass mal auf jetzt hier. Oh, geil, Alter. Das sieht fantastisch aus. Ich bin ein wenig euphorisch. Ja, wir hatten ja jetzt vor kurzem Mirage gehabt, das ist ja jetzt ausgelaufen. Ich muss mal gucken, wann ich das jetzt hier rausbringe, ob ich das jetzt hier zeitnah rausbringe, aber ich denke mal ja. Beziehungsweise werde ich vielleicht mal ein bisschen im Voraus aufnehmen und dann, dann raushauen. So, hier waren wir schon gewesen, genau. Okay, kann ich hier auch sprinten? Wie war ein Sprinten? Wann sprinten. Nee, so nicht. So auch nicht. So auch nicht. Ist ja nicht mehr wie sprinten nur. Drück hier gerade Dinge, aber passiert nichts. Halt. So, okay. Ah, da oben. Licht. So, jetzt werden wir schöne Statute hier hochkrabbeln. Diese Wand. Oh, was ist da unten los? Soldaten. War ja klar. Ja, ich hör das. Schnapp ihn! Hepzifer! Pass auf! Bayek, bist du das? Das ist dein Hinterhalt. Wem sagst du das? Da drüben ist der. Er war hier nicht R2. Und du wirst sterben. Dafür sorgen wir schon. Ach nee, jetzt ist es voll. Ja, ja, lass mich mal da kurz einsammeln hier. Pfeil hängen im Rücken. Ich sehe, du hast neue Freunde. Sie wollten ja eine Falle stellen. Zum Glück war ich da, um dich zu begrüßen, hä? Es waren Monate. Du hast einen Bart, hä? Es war schon fast ein Jahr, mein Freund. Es fühlt sich gut an, rauszugehen und zu kämpfen. Ich bin aus der Übung. In Siva fügen sich alle den Soldaten aus Angst um ihr Leben oder Schlimmeres. Ich habe einen der Maskierten erwischt. Den Raya. Noch vier. Hm. Komm. Es war eine lange Reise. Du brauchst Ruhe. Ach nein. Keine Ruhe. Erst wenn die Gedärme aller Maskierten in der Sonne schmoren. Götter, wie du mir gefehlt hast. Wo ist dein Reittier? Ah, da bist du ja, Junge. Der ist Monate weg. Los, Zeni. Der ist Wie ist Monate es euch weg. Ergangen, seit ich fortging? Ah, es war schwierig, Bayek. Wow. Eine Garnison in Siva? Ptolemäus will die gesamte Region kontrollieren. Ich gebe mein Bestes, um die Einwohner vor Ärger zu bewahren. Doch ich brauche Hilfe. Ich tue, was ich kann. Aber vergiss nicht, ich muss meine eigenen Ziele verfolgen. Ah, ich wusste, auf dich ist Verlass, Zeni. Guckt euch mal das an, Alter, wie das aussieht. Das sieht einfach fantastisch aus. Wir können wirklich froh sein, in so einer Zeit zu leben, wo wir solche Spiele erleben dürfen. Was ist hier geschehen?
Die Soldaten der Garnison sind brutal. Wenn sie vermuten, dass sie jemand anlügt, brennen sie seine Nachbarschaft nieder. Und Schlimmeres. Wow. Willkommen daheim, Bayek. Siva hat dich vermisst. Willkommen bei Assassin's Creed Origins. Ich glaube, das ist noch nicht der Prolog. Das kommt noch. Beziehungsweise, nee, ist nicht der Ende vom Prolog. Das ist immer noch Prolog irgendwie, glaube ich, oder? Alles, was ihr habt, eure Höfe, eure Güter, eure Kinder, ja sogar euer Leben, seiner Hoheit Ptolemaios, dem Herrscher beider Länder. Ich finde aber geil, wie jetzt kommt der Hypervision-Gerät. Bürger von Siva, seht was auf! Die Einheimischen sehen mitgenommen aus. Eine Menge Leute hier unterwegs. Geh aus dem Weg! Was stimmt nicht mit dir? Was stimmt nicht mit dir? Hypervision-Gerät. Kommt alles in Ordnung. Ist richtig geil. Ja, das sieht cool aus. Das sieht richtig gut aus. Los! Was stimmt nicht mit dir? Ah, wir werden hier eine Weile verbringen, ein bisschen Zeit verbringen. Wir werden gucken, was wir alles so machen können, was uns hier erwartet. Aber überlegt mal, was die Ägypter damals, was für eine Kultur, was die hier alles so aufgebaut haben. Kriegt euch das alles an hier so. Diese ganzen Bayek, sei vorsichtig! Siva ist ein gefährliches Pflaster geworden. Niemand in der Oase kann einen Schritt tun, ohne dass er verhört, bedroht, besteuert oder verprügelt. Also leistet seinen großherzigen Befehl. Verdammt, ich wollte ihm gerade zuhören. Aber der hat auch gequatscht. Die quatschen alle mit Emma. Wir haben gelernt zu gehorchen und den Kopf einzuziehen. Du siehst ja, wie es ist. Erregen wir keine Aufmerksamkeit. Wirst du dein Haus besuchen? Da gibt es nichts für mich. Ah, mein Heim. Lass das Tier hier, es läuft schon nicht weg. Geh einfach hinein. Oh, guck mal da oben. Seid ihr da schon hoch? Ja, wir gehen einfach hoch. Ihr kennt's doch, Assassin's Creed. Man krabbelt auf irgendwelche Sachen und dann kann man hier den Synchronisationsmodus einschalten. Lasst uns einen kleinen Blick, den ersten Blick von vielen, über Ägypten streifen. Oh, herrlich, oder? Richtig geil aus, richtig nice. So, das ist hier Jan Siva. Ja, das. So. Geil. Ruh dich aus. Es war ein sehr anstrengender Tag. Ich will mich aber nicht ausruhen. Ich muss mich auf ihn vorbereiten. Hepzifah! Hepzifah! Schon wieder die Soldaten! Bayek! Rabia! Meine Rabia! Ich habe mich um dich gesorgt. Ah, du kennst mich. Du hattest recht. Ah. Sieh dich an! Schnitte, Prellungen... Ja, das ist nichts. Setz dich! Hm? Setz dich! Setz dich! Ich kümmere mich um dich. Hast dich nicht verändert. Du und Aya. Ich habe euch zwei immer verarztet. Und dann eure Eltern belogen. Die Zeiten ändern sich. Aber du bist noch der Alte. Hm.
Tja, früher hatten sie noch keinen Kercher gehabt. Schlafender Osiris. Ich dachte, du wachst nie wieder auf. Na, Rabia hat mich verarztet und ich war... Ich ließ dich schlafen. Du musst hellwach sein, um es mit Medunamun aufzunehmen. Deshalb, mein Freund. Ein neuer Bogen? Er wird dir gefallen. Ein Flitzebogen. Oh. Am besten, du triffst sie direkt in den Kopf. Haben wir jetzt Zielhilfe? Warte mal. Haben wir jetzt Zielhilfe in diesem Spiel? Warte mal. Menü. Hier haben wir Menü. So, gucken wir erstmal durch. HDR ist an, HDR-Einstellungen, bla bla bla. Okay. Gameplay. Kompass. Zielhilfe ist. Ah, ist voll. Zielhilfe innerhalb und außerhalb von Fahrzeugen. Okay, okay, haben wir. Schwierigkeit war normal. Eine Strohpuppe ist robuster als die andere. Okay. Gut. Hepzifer! Was ist denn? Die Soldaten wollen dich holen! Los! Komm, schnell! Sorg dafür, dass niemand dieses Haus lebend verlässt. Hepzifer! Wir wollen nur mit dir reden! Nomak Rotjek wurde ermordet. Womöglich war dein Freund der Major beteiligt. Komm raus, wenn du seinen Namen reinwaschen willst. Hinterhalt vorbereiten. Scheiße. Kannst du mal... Wenn sie die Briefe bei mir finden, dann werde ich hingerichtet. Hallo, kannst du mal runtergehen? Sei unbesorgt. Ich töte sie alle. Viel Glück. Ja, was war das? Wer ist da? Bleib unten. Er kommt uns zu nah. Hey! Jetzt erledigen wir den Rest. Oh ja, das Pfeifen geht wieder los. Oh ja, das Pfeifen geht wieder los. Geil. Hey, was? Oh ja, der Pfeifen geht wieder los. Damit wird er nicht rechnen. Ah, du kannst hier erstmal ja nicht die Gegner sehen, ne? Das ist natürlich ein bisschen doof, aber. Was? So, okay. Das läuft super. Das läuft super. Also, das ist der nächste. Bei dem Spiel muss ich aufpassen. Wenn ich irgendwo hoch von hoch runter springe, dann kann das schon mal tödlich enden. Von der anderen Seite kommen. Der will da nicht. Der will nicht. Der reagiert nicht auf mein Pfeifen. Der kommt nicht zu Pfeife. Und dann müssen wir anders tun. Hier stimmt was nicht. Wartet mal kurz. Katzen bauen viel Scheiße. So, okay. Das war's wohl.
Danke, Bayek. Ich sagte doch, diesen Scheißkerlen ist es egal. Was für eine Unverfrorenheit. Es ist traurig. Komm mit nach oben. Dann zeige ich dir alle Magi-Pflichten in Siva. Magi-Pflichten? Sivas Probleme sind hier. Ich versuche allen zu helfen, aber es ist einfach zu viel. Sagst du mir, dass du nicht über göttliche Kräfte verfügst? Nun, das Problem ist der Mann, den du töten willst. Midunamun. Die Menschen hatten Hoffnung, als er kam. Sie hatten Hoffnung auf Verbesserung. Wir wurden bald eines Besseren belehrt. Ich fürchte um die Sicherheit deiner Familie, Priester. Ich lasse sie an einen sicheren Ort bringen. Das ist der Mann, mit dem du es zu tun hast. Ich finde ihn und töte ihn. Midunamun ist weit mächtiger, als er aussieht. Und er umgibt sich mit den besten Soldaten. Mir doch egal. Dann stirbst du. Du musst stärker werden, wenn du diesen Scheißkerl umbringen willst. Vor allem brauchst du eine bessere Rüstung. Ach, die mache ich mir selbst. Waffen sind noch schwieriger. Die Soldaten haben alle im Dorf konfisziert. Ich rede mit dem Waffenschmied. Ja, BNP kann bestimmt etwas für dich anfertigen. Oder Senno hilft dir zu finden, was du brauchst. Senno? Senno lebt noch? Na, der Adler? Sieh mal einer an! Senno, altes Mädchen! Und gut in Form! Rabia hat sie gesund gepflegt. Ich muss ihr danken. Die Menschen sehen sich nach Hilfe, Bayek. Wenn du ihnen hilfst, helfen sie dir. Ich verstehe. So, Queste abgeschlossen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, an der Stelle machen wir erstmal Schluss. So, das falsche Orakel. Was haben wir hier? Falsche Orakel. Bayek ist entschlossen, Midunamun zu töten. Doch das falsche Orakel verfügt über überraschende Kräfte und wird bestens beschützt. Das ist für Stufe 5 und wir sind Stufe 2. So, aufrüsten, Nebenquest. Bayek muss wilde Tiere jagen, um sich bessere Ausrüstung herstellen zu können. Ja, genau. Alles klar. Wir werden das hier verfolgen. Stelle einen Brustschutz her. So, gucken wir mal rein hier. Hier sind nochmal Ziele. Den haben wir schon, den Reiher haben wir schon. Das ist unser nächster, der Ibis. Den Geier kennen wir nicht, den Widder kennen wir nicht und die Schlange kennen wir nicht. Und alles mit der Zeit noch aufgedeckt. So, Distanzwaffen. Dann können wir hier Monturen wechseln. Habe ich ja keine Monturen freigeschaltet, sag mal. Wir haben ein Reittier. Okay, wir haben Nahkampfwaffen. Könnten wir jetzt auch hier unbewaffnet. Naja, wir bleiben beim Kurzschwert. Das ist ausgerüstet und das ist auch besser. Okay. So, hier können wir... Ah, hier können wir einen Brustschutz herstellen. Okay, dann halten wir das noch gedrückt. Wir haben noch ein bisschen Fell. Brustschutz haben wir erhöht. So, und hier kannst du... Hier siehst du, wenn du jetzt hier Armschienen erhöhen, den Nahkampfschaden. Wir brauchen Holz. So, hier brauchen wir jetzt schon... Zweifach Leder. Da muss man mal gucken, was das andere ist. Ich glaube, war Krokodilleder oder sowas. Hier brauchen wir auch nochmal erhöht die Pfeilmenge. Oder maximale Pfeilmenge. Also wir brauchen als nächstes Holz. Stabilisierungshandschuh erhöht den Fernkampfschaden. Dann werden wir dann auch noch Leder. Und dann werden wir uns hier so ein bisschen jetzt durch Siva klüppeln. Wo ist denn jetzt hier... Was wird mir jetzt hier angezeigt hier? Okay. Wieso wird mir da... Ach nee, ist jetzt weg. Okay, wir haben Fähigkeiten. Haben wir einen Punkt? Vier Punkte haben wir. Okay. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Regeneration. Passiv. Deine Gesundheit kann sich während des Kampfes regenerieren. Ja, das möchte ich gerne haben. Dies nehmen wir. So. Parieren.
Wehre im Schildmodus gegnerische Angriffe ab, indem du auf Kreis drückst, um den Gegner kriegischen Schaden zu. Okay. Ist jetzt nicht so meins. Schwere Angriff aufladen, halte jetzt. Okay. Luftangriff. Du kannst einen Angriff ausführen, während du in der Luft bist. Den nehmen wir. Okay, was haben wir hier? Entführen. Ziehe einen gegnerischen Reiter von seinem Reittier und übernimm die Kontrolle. Ja, du kannst eine zweite Nahkampfwaffe ausrüsten. Sollte die dahin? Was haben wir hier? Pfeilsammler. Erbeute Pfeile, die in einen Schild und lege sie in dein Inventar. Wenn du einen Gegner mit einem Kopfschuss tötest, erhältst du zusätzlich EP. Wenn du einen Gegner mit einem Attentat... Okay, wir werden erstmal das hier nehmen, weil EP ist wichtig, damit wir hier mehrere Punkte kriegen. So, du plünderst automatisch Gegner, wenn du einen Attentat getötet hast. Ja, machen wir. Nee, warum nicht? 2 Punkte, wir haben noch einen. Verdammt. Kopfschuss? Naja, komm, machen wir das hier. Oh, was war das hier gewesen eigentlich? Ach, das wäre gut gewesen, das Meditieren. Verdammt, kann ich nochmal zurückgehen? Nee. Nein! Das wird perfekt passen. Alles klar. Haben wir jetzt, Freunde der Sonne. Wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr seid dabei bei diesem Spektakel hier auf meinem Kanal. Wir werden hier viele Stunden Spaß haben. Ja, wir werden Spaß haben. Natürlich werden wir Spaß haben. Ich hoffe, dass ich nicht allzu sehr sterbe. Ich gebe mir Mühe, nicht zu oft das Zeitliche zu segnen. Aber ich sag mal, die Assassin's Creed Spiele, die gehen eigentlich noch hoch auf normal. So, Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif und tüdelü.